Das Leben hängt an einem dünnen Seil. Für viele Nervenkitzel, für Industriekletterin Stefanie Kleisser Alltag und absoluter Traumjob. Ich fühle mich mitunter wohler, wenn ich in der Seilstrecke bin und arbeite, wie wenn ich jetzt irgendwie in der Großstadt über die Straße laufe. Bis vor 10 Jahren arbeitet Stefanie als angestellte Schreinerin. Alles ändert sich am Tag ihrer Krebsdiagnose. Ja, dann war ich eben in einem Krankenhaus und habe zu der Krankenschwester gesagt, sie möge mir bitte einen Stift und einen Block bringen. Ich schreibe jetzt meinen Geschäftsplan. Ich möchte hier wieder raus. Ihr aktueller Traum, einmal im Seil am Mainzer Dom arbeiten. Es ist das Wahrzeichen der Stadt, in der ich jetzt lebe. Und es ist historisch total spannend. Über den Dächern Sindelfingens mitten im Hochsommer. So. Die Industriekletterin und Kollege Marc Weitzel reinigen heute ein 7-stöckiges Bürogebäude in über 20 Metern Höhe. Was wirklich fordernd ist, ist die Temperatur und natürlich auch die UV-Werte. Also es hat jetzt schon roundabout 33, 34 Grad. Wir haben viel Luftfeuchte. Ich finde, das macht es echt anstrengend. Und umso wichtiger ist, dass wir jetzt sicher arbeiten vor allem. Marc, putzt du von links nach rechts? Ja. Okay, alles klar. Stört es dich, wenn ich dir das Seil runterlasse? Nein, das stört mich nicht. Seil kommt. Seit 2014 arbeitet Stefanie als Industriekletterin. Und sie ist Chefin. Arbeitet nach Bedarf mit Kollegen. Mit Marc seit über 8 Jahren. Es ist einfach ein ruhiger Typ. Er hat viel seiltechnisches Wissen, er hat viel handwerkliches Wissen in seinem Gewerk. Es ist eine Freundschaft. Ja, toller Typ. Grob fahrlässige Fehler in der Höhe werden schnell mit dem Leben bezahlt. Und das ist gut, wenn man ein gutes Team hat. Ne? Rock mal weiter. Partnercheck, immer ganz wichtig. Ja. Partnercheck, sonst Partner weg. Ganz genau. Wichtig, auch mal kurz gucken, ob... Ja, schau mal. Immer alles geschlossen ist. Dreh mich mal. Soweit an Ausrüstung auch. Liegt es gut hinten? Ist, das ja. Liegt gut. Okay, das sieht auch gut aus. Okay. Wir müssen ja in jeder Situation, in die wir hineingehen, auch dafür Sorge tragen, dass wir die andere Person in dem nicht üppigen Zeitfenster dorthin bekommen. Im Boden oder irgendwo hin, wo dann einfach eine Erstversorgung medizinischer Art stattfinden kann. Okay, gut. Let's go. Boah, ist das heiß. Wir können loslegen, jawohl. Es verdampft schon beim Auftragen. Ja. 4 Tage hat Stefanie für diese Baustelle eingeplant. Reinigungen sind für sie Alltag. Dazu gehören Silos und Schächte großer Fabriken genauso wie Hochhäuser. Die Schwierigkeit heute? Die aufgeheizten Flächen. Ja. Sind wahrscheinlich ein Frühstück, ne? Weiter hoch. Ja, ja, muss schon ganz hoch. Ich wollte mich nur so bedanken. Trotz der meist widrigen Umstände ist es für Stefanie ihr absoluter Traumjob. Dass ich oder respektive wir an Orte hinkommen, wo nicht alle Personen einfach so hinkommen. Ja, es ist egal, ob das jetzt in einer Baustellensituation wie hier ist oder ob das in einem Behälter ist oder an einem sehr exponierten Gebäude oder an einem besonderen Gebäude oder eine Kombination aus allem. Das finde ich unglaublich reizvoll. Ja. So, dann können wir auch wieder durchs Dauerfenster rausgucken. Ja, ne? Auch schön. Ihre Begeisterung für das Industrieklettern entdeckte Stefanie, als 1995 Jean-Claude und Christo den Reichstag in Berlin verhüllten.
Ich habe diese Verhüllung in der Tagesschau gesehen. Das war 1995. Diese Tagesschau und diese Bilder, die sind mir heute noch in sehr guter Erinnerung. Weil ich in mir die Frage erwachsen ist, also erstmal, wow, da hängen Leute, die klettern im Seil und die machen da was und die kommen da anders nicht hin. Das fand ich reizvoll. Damals war Stefanie 19. Heute mit 47 verbringt sie 100 Nächte im Jahr im Hotel. Ein Preis, den sie für ihren Traumjob zu zahlen bereit ist. Check, überlebt. Honig. Ja, welchen Honig magst du denn haben? Wenn sie nicht auf Baustellen ist, verbringt Stefanie ihre Zeit mit ihrer Frau Tanja Bauer. Wegen ihr ist sie 2018 nach Mainz gezogen. Trotz meines schwäbischen Hintergrunds bin ich hier sehr, sehr freundlich, sehr warmherzig willkommen geheißen worden. Oder wegen. Ja. Ja. Aufgewachsen ist Stefanie in einem kleinen Dorf im Schwarzwald bei ihren Großeltern, die sich gerade mit einem Ingenieurbüro selbstständig gemacht hatten. Oh, Brummkreisel. Ich hab's geliebt. Da kann ich mich auch dran erinnern. Es war immer klar, ich bin damit dabei. Ja. Und natürlich ist es dann auch etwas, wenn du als kleiner Mensch dann da willkommen bist und mitläufst und mitmachst, ja, und auch mit den Händen arbeitest, da öffnet sich eine Welt. Und ich habe, ich weiß nicht von wem, so ein Weidenkörbchen mit 4 Rädern dran gekriegt und das sollte eigentlich ein Puppenwagen werden. Das war mein erster rollbarer Werkzeugwagen, den ich hinter mir hergezogen habe. Einfach, weil du da viel mehr transportieren kannst auf einmal. Der Großvater Maurermeister und Ingenieur fördert das Interesse seiner Enkelin. Ich habe mit 4 Jahren mein erstes Taschenmesser geschenkt bekommen vom Opi. Und das ist heute noch in der Schublade, ist frisch geschärft. Und damit machen wir heute noch unsere Weinflaschen auf, weil da hat es einen Korkenzieher dran. Also das hat schon alles gesehen, ist ja so alt wie ich. Aber das ist immer noch, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, Pfenniggut. Gell? Ist immer noch Pfenniggut. Das geht nicht hin. Stefanie macht die Lehre zur Schreinerin, später ihren Meister. 2011 schließlich ihre erste Fortbildung als Industriekletterin. Den Schritt am Seil zu arbeiten, wagt sie zunächst aber nicht. 2013 tauchen dann plötzlich gesundheitliche Probleme auf. Ich war abends nach der Arbeit, es fing das so an, dass ich müde war, schrecklich müde. Und ich kenne das ja, wenn ich von der Arbeit müde bin. Und so aufgehorcht habe ich aber tatsächlich, als ich während des Essens eingeschlafen bin und mit dem Gesicht in meinen Suppenteller fiel. Kurz, nur kurz. Stefanie lässt verschiedene Untersuchungen machen. Das Ergebnis: mit der Schilddrüse stimmt etwas nicht. Dann war die Situation sehr schnell so, dass man gesagt hat, okay, macht er einfach hier am Hals so ein bisschen auf und tackert dann diese Nebenschilddrüsen wieder dran, ist alles völlig in Ordnung. Und ein kleiner Eingriff. Als ich nach der Operation aufwachte, kam eine junge Ärztin zu mir ans Bett und die dann wirklich meinen Tag damit startete: Ich bin die Frau Dr. So und so und ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Sie haben Krebs. Und ich, also, so fing dieser Tag an. Ja, dann war ich eben in einem Krankenhaus und habe zu der Krankenschwester gesagt, sie möge mir bitte einen Stift und einen Block bringen. Ich schreibe jetzt meinen Geschäftsplan. Ich möchte hier wieder raus. Und wenn ich draußen bin, dann mache ich meine eigene Firma auf. Ja, da war eine Krankenpflegerin, die mit ihrer
Art sagen wollte, dass das jetzt nicht so eine gute Idee ist und dass das nicht wieder wird. Und dass ich mir jetzt um andere Dinge Gedanken machen sollte. Aber nicht so weit oder nicht in die Zukunft zu planen. Und ich dachte nur, wer bist du? Und ein Jahr später hatte ich meine eigene Firma gegründet. Mache ich mir blöde Gedanken oder mache ich mir gute Gedanken? Ja, und damals waren die guten Gedanken super stark. Und es ist meine hundertprozentige Überzeugung, dass du mit Gedanken sehr viel machen kannst. Ich habe auch Menschen getroffen, die uns von woanders jetzt zuschauen, die das nicht geschafft haben, die mich in diese Therapien begleitet haben, aber die es nicht rausgeschafft haben. Ja, das ist einfach auch eine Wahrheit. Und ich denke aber, weißt du, wenn wir hier in die Welt geboren werden, wir bekommen mit unserer Eintrittskarte auf diesen wunderbaren Planeten auch gleich das Rückreiseticket. Aber es ist nicht gestempelt. Also es gibt keinen fixen Termin. Und manchmal wird der Termin halt vorgezogen und manchmal darf man halt noch eine Runde länger fahren. Aber es reißt schon mit. Das Leben ist wild, ja. Zeit mit ihrer Partnerin Tanja ist etwas, das Stefanie nicht nur wegen ihrer eigenen Geschichte schätzt. Auch Tanja ereilt kurz nachdem die beiden zusammengezogen sind ein ähnlicher Schicksalsschlag. Ich habe im November 2019 eine Brustkrebsdiagnose gekriegt, was für uns beide ein totaler Schock war. Ich weiß, wie sich das für mich damals mit meiner Erkrankung angefühlt hat. Und ich wusste aber, ich gehe da durch. Aber es ist was ganz anderes, den Mensch zu sehen, den du liebst. Und ich, so wie ich hier heute sitze, kann ich schon sagen, mir hat es einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Bei mir war es so, dass ich meine Vorsorge hatte im September und im Mitte November war der Tumor zweieinhalb, fast 3 Zentimeter groß. Im September war da noch nichts von zu sehen. Stefanie hat ihre Krebserkrankung überstanden, macht sich genau ein Jahr nach der Diagnose selbstständig. Ich bin unglaublich dankbar und immer noch sehr, sehr beeindruckt von den Menschen, die mir damals begegnet sind. Was jetzt so eine Gründungsberatung oder auch die Entscheiderinnen damals auf der Bank, dass die mir niemals die Frage gestellt haben, können sie das überhaupt leisten? Das stand niemals im Raum. Die waren alle so sehr von mir überzeugt, wie ich selbst auch. Das Erste, was ich hatte, war meine eigene Kletterausrüstung. Also das war eine Ausrüstung. Ja, heute sind es mehrere, einfach auch baustellenabhängig. Stefanie fährt rund 20.000 Kilometer im Jahr. Die meisten ihrer Baustellen sind im Rhein-Main-Gebiet und gut planbar. Außer es passiert etwas. Wo vielleicht einfach für andere auch Gefahr im Verzug vielleicht besteht, ja, wo wir etwas beseitigen oder warten, reparieren. Also Sturmschäden sind so eine Sache. Am liebsten sind Stefanie die Einsätze, die sie sorgfältig hier in ihrem Büro vorbereiten kann. An einige davon denkt sie gerne zurück, wie an ihren Einsatz am Binger Mäuseturm. Cool am Binger Mäuseturm, einfach weil es ein historisches Gebäude ist und weil die Schwäbin, die zugezogene Schwäbin, auf dieser Mäuseturminsel zugegen war, an so einem historisch sehr wichtigen Objekt. Also das war toll und einfach weil es eine Insel ist, musst du halt irgendwie vom Festland mit einem Boot auf diese Insel gebracht werden. Ein absoluter Traum für die Wahlmainzerin wäre es, einmal am Mainzer Dom zu arbeiten. Weil es einfach architektonisch, historisch ein spannendes Bauwerk ist.
was seit Jahrhunderten dort steht und einfach unseren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und unser Pflegebedarf, ja, um den Werterhalt zu sichern. Die ersten Kontakte zur Dombauhütte hat Stefanie schon geknüpft. Ich habe da tatsächlich viel Liebe dafür. Was Stefanie ebenso viel bedeutet, ist, am Wasser zu sein. 2018 macht sie ihren ersten Seekajakkurs an der Ostsee. Seitdem verbringt sie fast jede freie Minute in ihrem Kajak. Ich habe wirklich auch gezielt für mich was gesucht, was mir einen Ausgleich einfach auch gibt. Ja. Und das ist einfach auf dem Wasser. Seit 2020 hat sie ihr eigenes Kajak. Das liegt in einem Bootshaus direkt am Rhein. Von hier aus startet sie ihre Trainingsfahrten. Ja, es hat so was für mich Beruhigendes in dieser Umgebung in Bewegung zu sein, die sich dauernd ändert. Ja, also dieses dynamische Umfeld und dann einfach auch dieses Gesamtpaket, das Wasser, die Geräusche, das Wasser im Gesicht, ja, die Wellen. Das Wasser lesen, das Drumherum, all das macht ganz viel Ruhe. Übt ganz viel Ruhe auf mich aus. Die Leidenschaft fürs Wasser will Stefanie in Zukunft zu ihrem zweiten Standbein machen. Tatsächlich habe ich letztes Jahr auf Sardinien die ersten zwei Module von einer Sea-Kajak-Guide-Ausbildung gemacht. Die Idee ist dann halt einfach, Leute auf dem Wasser in Küstennähe zu führen und Zeit auf dem Wasser im Kajak zu verbringen. Etwas, was Stefanie definitiv aus ihrer Geschichte mitgenommen hat: Es wird nichts mehr aufgeschoben. Manchmal ist es ja so, erst jetzt eigentlich mache ich die Dinge, über die ich mir schon 30, 35 Jahre Gedanken mache oder die mich irgendwie anziehen und reizen. Und ist es dafür zu spät? Nee, ist es nicht. Also jetzt ist jetzt und dann jetzt machen. Neben den vielen Baustellen gibt Stefanie auch Schulungen und Workshops. Heute hier bei Kollege und Freund Thomas Grögel in Köln. Hallo. Frau. Grüß dich. Hallo. Hallo, mein Lieber. Ich muss mal telefonieren. Ich erst mal Abend. Tee oder Kaffee oder irgendwas. Thomas hat hier zusammen mit einem Kollegen ein Ausbildungszentrum. Stefanie und er kennen sich schon seit fast 10 Jahren. Wir haben eigentlich gleich geheiratet, als wir uns gekommen sind. Ja, genau. Also 5 Minuten vom später Fleck waren weg, wir schon, genau. Vom Fleck weg. Waren wir schon da? Haben wir schon irgendwie jemandem was vorgegaukelt? Ja, genau. Solche Veranstaltungen oder Möglichkeiten, dann halt hier in Köln zu sein, das nehme ich dann immer gerne mit, weil wir uns halt auch nicht so oft sehen. Stefanie soll hier heute einen Workshop für Fachpublikum halten. Es gibt neue Abseil- und Sicherungsgeräte auf dem Markt. Sie will sie vorstellen und testen lassen. Hier in der Halle ist ein sicherer Bereich. Das heißt, da kann man trainieren, da kann man üben. Das ist quasi Bällebad, um laufen zu lernen. Auto voller Sachen, viele Hände, schnelles Ende. Okay, da helfen wir gern. Das Equipment und die Geräte für die heutige Schulung bringt Kollege Dennis Hausmann. 1, 2, 3, 4, 5. So, guck mal, ich dachte dann so. Wer mag, kann sich das dann wegnehmen und nach den ganzen Sicherheitschecks, Partnercheck, der Eigenschutz geht natürlich vor, dann einfach die Geräte dann testen. Dennis kennt Stefanie von früheren Baustellen und hat sie gezielt als Seminarleiterin gewählt.
da haben wir halt auch gesagt und von wegen auch Sympathie, mal auch mal eine Frau mit nach vorne zu bringen, weil das ist ja auch schon eine sehr männerbasierte Branche. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt alle Frauen im Bereich, die im Bereich Seiltechnik arbeiten, würden meine 10 Finger reichen. Also die ich jetzt kenne. Ich kenne jetzt eine Menge Leute. Ne, gibt auch bestimmt welche, die ich nicht kenne. Vielleicht wären es auch nachher 15, aber im Vergleich, wie viele gelistete, zertifizierte Menschen haben wir in Deutschland? Ich glaube knapp 3000. Ja. Also, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Die jetzt alle auch aktiv arbeiten, weiß man nicht. Tatsächlich sind von den 3000 gelisteten Industriekletterern rund 5% weiblich. Stefanie will hier aber nicht nur die Frauenquote aufbessern. Das ist eine total, also für mich eine sehr entspannte Sache, die unglaublich viel Spaß macht. Und das nimmt einfach auch, ja, auch wenn wir viel unterwegs sind, ja, aber es nimmt einfach auch nochmal so ein bisschen Speed raus. Ja, es ist keine Baustelle, die man jetzt sehr filigran und kleinteilig planen muss, sondern ich komme, ich bin da, wir bauen auf, wir bauen ab, wir ziehen das miteinander durch. Nach einer ausführlichen Geräteeinweisung dürfen die Teilnehmer selbst ins Seil. Das ist betreutes Klettern. Genau, müsst ihr oben gerade ein bisschen gucken, dass ihr euch nicht in die Quere kommt, dass ihr nicht so krass untereinander hängt. Tim, magst du noch ein bisschen aufsteigen, dass ihr ein bisschen auf einer Höhe hängt? Genau, dann kannst du es entlasten. Jawohl. Unter den Teilnehmern sind Industriekletterer, aber auch einige Feuerwehrmänner wie Thomas, die auf Höhenrettung spezialisiert sind. Drückst den Seitendeckel weg. Wir wollen ja auch in der Rettung mit der Zeit gehen, um da halt auch auf dem neuesten technischen Stand zu sein, um adäquat Hilfe leisten zu können. Wir sind ja alles sehr individuelle Leute im Industrieklettern, in der Höhenarbeit. Und jede Person hat einfach auch so ein bisschen ihre Vorlieben, ne, und Ansprüche an das jeweilige Gerät. Magst du ein zweites Seil? Dann kannst du eine Farbe aussuchen. Die Liebe zur Selbstständigkeit verbindet Stefanie mit ihrer Frau. Tanja ist auch erfolgreiche Unternehmerin. Sie berät Firmen in Deutschland und ihrer zweiten Heimat New York. Den Tumor entdeckt sie einen Tag vor einer wichtigen Tagung. Die Ärzte raten zur OP und die Chemo direkt anzuschließen. Ich habe nach der OP immer gesagt, Ende Januar, das ist so meine Zeit, um nach New York zu fliegen. Da werde ich, 26. Januar ist mein Stichtag. Da fliege ich nach New York und zwar krebsfrei. Und das habe ich auch den Ärzten damals gesagt, die gesagt haben, sie müssen jetzt aber in Chemo. Nein, ich fliege erst noch mal nach New York und da stammen die Bilder her. Ich fand das nicht so cool. Ich habe gedacht, wir sind jetzt erstmal hier zu Hause und so. Ja. Und sie ist sehr resolut, was ihren eigenen Kopf anbelangt und die darin geborenen Entscheidungen. Wir wussten nicht, fliegen wir noch mal nach New York? Gibt es noch mal Geburtstag? Und das sind dann immer so Momente in der Erinnerung, bei denen ich dann denke, alles klar, dann machen wir das. Also wer bist du jetzt darüber, also zu urteilen schon mal gar nicht, aber natürlich machen wir das, wir fliegen jetzt nach New York. Klar. Und es war cool. Ja. Es war saumäßig kalt. Aber es war echt, es war wichtig, ja. Ja. Es hat einfach auch viel gemacht. Definitiv. Mit neuer Energie kehren beide aus New York zurück. Tanja beginnt mit der Chemotherapie. Als ihre Haare anfangen auszufallen, rasiert sie ab und trägt fast täglich Perücke. An solchen Dingen schaue ich halt, dass ich mich wieder aufrichte und da einfach was Positives reinbringe. Und ich glaube, das hat auch sehr auf Steff eingewirkt, in der Situation zu sagen, so, ne, es ist jetzt, wie es ist. Und wir nehmen uns so kleine Bits and Pieces daraus und machen es einfach gut. Tanja besiegt den Krebs, gewinnt noch mehr Bewusstsein für die eigene Gesundheit und den Wert des Lebens. Was es hier in diesem Haus nicht mehr gibt, ist wir haben einen Plan und wir machen das in 2 oder 3 Jahren.
wir haben einen Plan und wir fangen heute dran an zu arbeiten. Der Plan, der heute umgesetzt wird, beschäftigt Stefanie seit ihrem Umzug in die Landeshauptstadt. Die mühsame Kontaktaufnahme zur Dauerbaustelle im Herzen von Mainz hat sich endlich gelohnt. Heute hat sie ihren ersten Job am Mainzer Dom. Vorne haben wir alles dran. Karabiner sind zu, Bruststeckklemme hast du. Zusammen mit Steinmetzmeister Manuel Heininger und Jonas Grossmann von der Dombauhütte sollen Stefanie und Marc heute ein undichtes Fenster am Ostturm des Doms kontrollieren. Okay, das sieht doch gut aus. Helm ist oben, Sitzbrett hast du auch dran, von daher, das sieht gut aus. Okay, tipptopp, alles klar, cool. Marc und ich sind als Begleitung und für Safety da. Und das Wetter ist gigantisch und das Bauwerk ist mega toll. Ich freue mich echt riesig über die Gelegenheit, dass wir heute mal begleiten. Da Manuel und Jonas keine zertifizierten Industriekletterer sind, brauchen sie fertig ausgebildete und erfahrene Kollegen zur Aufsicht. Noch, denn die beiden arbeiten an ihrer Ausbildung zum Industriekletterer. Gerade am Dom gibt es viele Stellen, wo man nur mit Gerüst bzw. auch mit Gerüst sehr schwer drankommt oder mit einem Steiger. Und mit dem Seil ist dann vereinfacht, an diese Stelle zu kommen, um Schaden oder Mängel zu beurteilen. Wie stark ist die Beschädigung? Was muss gemacht werden? Das undichte Fenster einfach austauschen? Unmöglich. Denn auch von innen kommen die Steinmetze nicht dran. Aus 30 Metern Höhe tropft es auf den 150.000 Euro teuren neuen Orgeltisch. Das ist architektonisch für uns eine Herausforderung einfach, weil das Bauwerk an und für sich ist viele, viele Jahrhunderte alt. Es hat unglaublich viele Nischen, Winkel, Ecken, Vorsprünge, Erker, ja, Kapitelle. Wir haben eine riesen Anzahl an tragfähigen Anschlagpunkten, einfach aufgrund von der massiven Bausubstanz. Das macht natürlich an so einem Bauwerk noch mal mehr Freude, daran zu arbeiten. Ja. Genau, das ist deine Sicherung, alles klar, der läuft mit. Jetzt machen wir mal gemeinsam einen Schritt nach unten. Jawohl. Von der schmalen Brüstung des Ostturms seilen sich Stefanie und Manuel ab, um das Fenster für die Abdichtarbeiten zu erreichen. Heute erster Tag, ich bin dein Stift quasi und ich bin prima im Anreichen. Ja. Es gibt schlechtere Plätze, um sich kennenzulernen, oder? Auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn man sieht, da gibt es junge Leute, die gerne bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln. Und auch in Bereiche zu kommen, die jetzt nicht sauber durchgefegt sind. Ne? Also das musste er auch wollen. Und es ist jetzt, die Sonne scheint, aber wir haben heute Morgen Frost gehabt. Also du musst es wollen. Ja, und mich freut es immer wahnsinnig, wenn das junge Leute oder Leute, die jünger sind als ich, wenn die da wirklich Bock drauf haben. Weil das brauchen wir hier bei uns. Die undichten Stellen am Fenster haben Stefanie und Manuel mit Kit abgedichtet. Ob es hält, wird sich beim nächsten Starkregen zeigen. Praktikum geschafft? Ja, ich weiß nicht, ich muss den Jungmeister dann fragen, wenn ich wieder oben bin. Ja. Wenn wir unten sind. Arbeitszeugnis kommt. Das ist für mich tatsächlich was Besonderes und auch eine Ehre. Es ist ein großes Wort, ein großer Begriff, aber ich fühle mich da schon geehrt. Ja. Also auch als Handwerkerin. Ja, ich bin Meisterin und das das kitzelt schon mein Ehrgefühl. Und das bedeutet mir auch viel. Schicke ich dir. Alles super, super gelaufen. Ja. Es wäre noch schön, wenn du sagst, dass ich mich nicht ganz so verquer angestellt habe. Nee, ich würde dich einstellen, ja. Okay. Manchmal wird mir gefragt, möchtest du irgendwie was anders gehabt haben oder so. Nee, wenn das dazugehört, dass ich hier heute sitzen kann, dann nehme ich genau diese Reise. Möchte nichts ändern. Ja, so schwer es war, oft genug. Weil da wird nichts geändert.